Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Liebe Leute, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass viel gut läuft. Ich mache viel richtig, es klappen viele Dinge. Ich mache mir neue Türen auf, die früher verschlossen waren. Ich lerne immer mehr Leute kennen, die mir helfen, auf dem neuen Lebensweg zurechtzukommen. Und ich hatte das Gefühl, meinen alten Dreck immer weiter hinter mir zu lassen. Das hat dazu geführt, dass ich heute früh einfach gut gelaunt an den Briefkasten gegangen bin. Ich so, ja, was soll schon sein? Und dann habe ich dieses Papier hier drin bekommen. Und jeder, der schon mit der Polizei zu tun hatte, weiß, dass es nicht gut ist, solche Umschläge zu haben. Und ich sehe Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und ich mit einem Mal bin ich wieder 16, 17, pam. Und ich spüre, wie sich diese Klammer um meine Brust legt und wie mir heiß wird und wie ich schwitze, mein T-Shirt durchschwitzt und wie mein Blut pulsiert und wie ich kurz vor einer Hitzewallung stehe so oder einer Panikattacke. Und ich mache das Ding auf so und ich denke mir nur, wow, wow, wow. Und ich mache es auf und was ist es? Es ist das. Es ist eine Rechnung. Und wisst ihr, ich habe seit meinem 14. Lebensjahr mit diesem System zu tun. Immer wieder werde ich vorgeladen. Ich habe Verhandlungen, ich bekomme Rechnungen. Es hört nie auf. Seht ihr das Aktenzeichen? 2005. 2005. 17 Jahre ist es her. Die Rechnung kommt. Die Rechnung kommt. Man wird das nicht vergessen. Und zur Erklärung, ja, ich bezahle jeden Monat meine Raten. Jeden einzelnen Monat. Immer. Jahrelang. Und was man jetzt von mir mit dieser erneuten Rechnung will, ist eine Vermögensauskunft im Grunde. Im Grunde will man nur wissen, ja, wie sieht's denn aus, was für Konten haben Sie, was für Versicherungen haben Sie, wo haben Sie Ratenzahlungen offen, wie viel verdienen Sie im Monat. Und ich habe dort angerufen und habe gesagt, schauen Sie mal, diese Vermögensauskunft für mich abzugeben, zwei Dinge. Erstens ist es demütigend für mich, das schon wieder zu tun. Schon wieder. Und zweitens kostet es mich extrem viel Zeit. Ich muss diese Sachen zusammensuchen. Die wollen ja alles. Nebenkostenabrechnungen von der Wohnung, in der ich wohne, Kontoauszüge, diese ganze Scheiße, dieser ganze Mist. Ich habe eigentlich keine Zeit, da mich jetzt 3-4 Stunden hinzusetzen und euch das zusammenzufieseln. Was können wir tun? Was wollt ihr denn? Naja, wir haben da gehört, dass sie vielleicht, ja, vielleicht haben sie ja neue Nebeneinkünfte. Ah, denke ich mir, okay, irgendwer hat mich auf YouTube gesehen oder irgendwer hat mich hat vermutet, dass ich jetzt mehr Geld verdienen könnte und der Staat möchte gerne ein bisschen was davon abhaben. Leute, ich sag nichts gegen den zweiten Punkt auf dieser Rechnung. Kosten des Verfahrens. Das sind die Gerichtskosten, ja? Anwalt selber bezahlt, ja, Staatsanwalt, Richter, ein Heer von Rechtspflegern, wegen mir sogar solche Sachen wie Transportkosten zwischen den Anstalten, diese Summe war mal richtig hoch, davon haben wir schon echt viel gezahlt. Wisst ihr, wie viel ich habe mittlerweile einen 6-stelligen Betrag schon bezahlt, ja, mit dem, was gepfändet wurde, mit dem, was mir weggenommen wurde, mit dem, was beschlagnahmt wurde. Die haben einen Bausparvertrag von mir damals genommen. Ja, den Bausparvertrag, den man hätte laufen lassen können, dann hätte ich am Ende meiner Haftzeit einen großen Batzen bezahlen können. Nein, stattdessen geht man rein, grätscht die Bausparkasse weg. Übrigens, ohne eine einzige Unterschrift von mir ging das damals alles. Und nimmt den Bausparvertrag, nimmt alles Geld, was ich hatte. Alles, was ich hatte. Und nochmal, die Gerichtskosten, es geht vollkommen okay. Warum sollte die Gesellschaft dafür bezahlen? Warum solltet ihr dafür bezahlen, dass ich eine Gerichtsverhandlung habe? Macht überhaupt keinen Sinn. Warum solltet ihr das? Also, Gerichtskosten, kein Problem. Die könnt ihr jedem Angeklagten draufhauen. Der
Denn die Schuld dafür liegt beim Angeklagten und die Berechnung dafür kann man einsehen. Man kann sehen, so und so viel, dieser Posten ist dafür, dieser Posten ist dafür, das hat so viel gekostet, wie eine vernünftige Rechnung. Das, was mich wahnsinnig macht, ist dieser Punkt 1. Jetzt nennt man es die restliche Mehrerlösabführung. Restlich, weil ich den Rest schon bezahlt habe. Mehrerlösabführung ist ein neues, schickeres Wort für Wertersatz, weil das hat die Leute durcheinander gebracht anscheinend. Aber im Grunde geht es darum, dass wenn ihr Handel treibt mit Drogen, wird der Staat euch danach, früher hat man Wertersatz gesagt, diesen Wertersatz auferlegen. Das heißt, ihr müsst bezahlen. Im Grunde ist es eine Art wie, an was erinnert mich das? Ach ja, als würde man jemanden besteuern. Als würde man jemanden besteuern für die illegalen Dinge, die er getan hat. Ja? Jetzt gibt es aber bei dieser besonderen Form der Besteuerung, gibt es einen Haken. Und das Ganze nennt sich Bruttoprinzip. Das Bruttoprinzip bedeutet, dass nicht nur der Gewinn dieser Art der Berechnung unterliegt, sondern alles, was der Täter aus der Tat erhalten hat. Bedeutet, bei der Berechnung des aus einem Drogenverkauf Erlangten ist deshalb vom gesamten Erlös ohne Abzug des Einkaufspreises oder sonstiger Aufwendungen auszugehen. Ha, jeder, der jetzt nicht hier sich mit Rechnungswesen so fit ist, das ist ein Beispiel. Ihr kauft Gras für 100 Euro von eurer Connection und jetzt verkauft ihr das Gras für 140 Euro an jemanden anderen weiter. Der wird erwischt, verrät euch bei der Polizei, ihr kommt vor Gericht und am Ende will das Gericht von euch 140 Euro. Die sagen nicht, ah ja gut, ihr habt ja 100 Euro selber bezahlt und nur 40 Euro Gewinn gemacht, sondern wir wollen alles. Egal, wo dieses Geld ursprünglich mal herkommt, egal, ob ihr dieses Geld gar nicht habt, denn Drogenverkauf funktioniert zumindest in meiner Welt damals, hat es so funktioniert, dass ich mir die Sachen gar nicht leisten konnte, die ich hatte. Ich habe hier mal 10 Kilo Hasch gekauft, ich hatte diese 30.000 vielleicht gar nicht. Ich habe das Hasch gekauft, ich habe das Hasch weitergegeben, ich habe meinen Gewinn behalten und den Restgeld habe ich weitergegeben. Ja? So funktioniert es normalerweise. Also, jetzt will aber der Staat von mir diese 30.000 Euro. Ich hab die aber nicht. Ich hatte die nie. Und deswegen ist das ein scheiß Prinzip. Und es gibt auch eine neue Einziehungsordnung, die das so ein bisschen besser gemacht hat. Ich glaube, es kam 2017 raus. Also lange nachdem da war ich schon lange entlassen. Und in der hat man besagt, dass wenigstens da in den Fällen, in denen Wertersatz oder eben diese Mehrerlösabführung angeordnet wurde, dass das eine Nebenstrafe darstellt bei den Leuten, bei denen man das gemacht hat. Heißt, nehmen wir an, ihr würdet für irgendwas 5 Jahre Gefängnis bekommen. Und jetzt haben die von euch aber 50.000 Euro eingezogen. Dann würdet ihr in dem Fall, zum Beispiel würde man sagen, naja gut, dann kriegt der Junge nur 3,5 Jahre oder 4. Warum? Das ist ja auch eine Strafe, dass er so und so viel Geld von ihm eingezogen wurde. Bei mir war das damals noch nicht so. Meine Strafe ist nicht milder. Ich habe 13 Jahre einen Monat bekommen. Das ist nicht milder ausgefallen. Und ich bezahle heute noch. Heute noch. Egal wie sehr ich hier YouTube und das und ich denke, ich bin die los, sie kommen immer wieder in mein Leben. Dieser Zettel, wisst ihr, warum er mich so wahnsinnig macht? Der bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht auf meinen Arsch setze und dieses Ding ausfülle, Vermögensauskunft, meine Kontoauszüge, mein Mietvertrag, die Kontoauszüge meiner Frau, dann wird es damit enden, dass hier ein Gerichtsvollzieher herkommt. Und dann habe ich wieder genau dasselbe, was ich vorher hatte. Dass ich Angst haben muss vor meiner Klinge, dass ich in eine Situation komme. Ich hatte mal einen Gerichtsvollzieher im Haus. Wisst ihr, was der damals gemacht hat? Der hat mich bedroht. Der hat gesagt, war ich nicht da, als er geklingelt hat, hat aber den Termin auch nicht angemeldet. Und dann kam der Brief, das nächste Mal, wenn ich komme, bringe ich Polizisten mit, die diese Tür öffnen. Dem ist man ausgesetzt. Und es geht bei mir nicht darum, dass ich jammern will, sondern ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und solche Dinge machen mich krank. Sie sorgen dafür, dass ich nicht arbeiten kann. Sie sorgen dafür, dass mein Kopf kaputt ist. Und ich will jetzt auch hier nicht nur dieses Gericht bashen. Ich will nicht die Richter, die Juristen, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, vielleicht an die Juristen, die hier zuschauen, was ihr da macht, was dort gemacht wird, ist nicht in Ordnung. Es fühlt sich an wie eine willkürlich festgelegte Zahl,
Die könnte so sein, die könnte, wo, ihr wisst ja überhaupt gar nicht, ihr habt ja irgendeinen Verkaufspreis gehört von irgendeinem 31er, der gesagt hat, ja, wir haben fürs Kilo Kokain haben wir dann irgendwie 34.000 Euro bezahlt. Aha. Vielleicht waren es nur 27.000, vielleicht war es das. Aber so berechnet ihr diese Zahlen. Das fühlt sich absolut willkürlich an für den Betroffenen. Und was macht das? Ich will nur näher bringen, was es macht. Ich will nicht jammern. Ich will es näher bringen, warum es nicht gut ist, das zu tun. Vor kurzem habe ich mit einer Mutter, also mit sogar beide Eltern, Mutter und Vater, mit den Eltern telefoniert von einem Jungen, der jetzt gerade in Haft ist, der vor Gericht 900.000 Euro Wertersatz bekommen hat. 900.000 Euro. Der ist Anfang, Mitte 20. Der wird sein Leben lang niemals wieder schuldenfrei sein. Und an alle, die jetzt denken, naja, dann mach doch eine Privatinsolvenz, Wertersatz, ist nicht durch die Privatinsolvenz tilgbar. Das heißt, egal was ihr macht, diese Zahl wird bleiben. Ich war bei einer Schuldnerberatung, bei mehreren, weil es mich wahnsinnig gemacht hat. Bevor ich diesen Job hatte, habe ich nie gedacht, dass ich mal über 1.000 Euro im Monat wieder verdienen werde. Ich dachte, ich werde mein Leben lang absolut Low-Class-Einkommen sein und davon werde ich das nie bezahlen können. Wenn ich nur 20 Euro im Monat zahle, dann werde ich mein Leben lang mit denen zu tun haben. Also bin ich zur Schuldnerberatung. Und wisst ihr, was die mir gesagt haben? Jeder andere Gläubiger wäre bereit, in so einer Situation einen Vergleich zu machen. Sagen wir, die Summe ist 20.000, 30.000 Euro. Naja, wenn sie jetzt 10.000 über den und den Zeitraum aufbringen können, dann werden die anderen 20.000, ne, dann lassen wir es. Jeder andere Privatschuldner würde dort zustimmen. Die einzigen, die es nicht tun, sind der Staat. Warum sollten sie? Die Schuldnerberatung hat damals zu mir gesagt, die können es sich leisten zu warten. Entweder gewinnen sie mal was, oder sie kommen doch noch zu Vermögen, oder sie erben vielleicht. Und wenn nicht, ist es denen egal. Und das alleine zeigt schon, dass diese Schuld nicht real ist. Die Schuld ist einfach erfunden. Deswegen fehlt die auch nirgends. Man sagt einfach, ja, sie schulden uns so und so viel Geld. Und solange das so willkürlich festgesetzt wird, sind sogar Leute wie ich, die wirklich versuchen zu reflektieren, was sie getan haben. Die sagen, ey, okay, das, was ich gemacht habe, war scheiße. Dafür ist die Strafe angebracht und so weiter. Aber sogar solche Menschen wie ich kommen darauf nicht klar. Ich bin wirklich jemand, der versucht zu akzeptieren, dass er einen Fehler gemacht hat und dass man dafür zahlen muss. Aber so eine Strafe, die nichts mit dem zu tun hat, was ich getan habe. 17 Jahre später. Die macht es mir schwer. Die macht es mir wirklich schwer, mich selbst schuldig zu sehen. Versteht ihr? So viel zum Start, weil ich will das nur nicht bashen. Ich will nur, dieser Junge mit den 900.000, der kommt nie wieder auf einen grünen Zweig. Was heißt denn das? Der kommt aus der Haft raus, schon in Haft, weiß er das. Der weiß schon in Haft, mein legales Leben ist vorbei. Außer ich krieg irgendwie 1 Million und die müsste ich dann abdrücken für diese eingebildete Zahl. Also was wird er tun? Er wird alles tun, um keinen Cent davon zu zahlen. Stattdessen, sein ganzes Denken wird auf eine illegale Karriere ausgerichtet sein. Als ich rauskam, bin ich Hartz IV gegangen. Hartz IV war die einzige Situation, wie man mich in Ruhe gelassen hat. Hartz IV hieß, ja okay, der muss nichts bezahlen, und das ist doch ein Scheißsystem. Das ist doch ein Scheißsystem, dass wir sagen, okay, wenn ihr jetzt ab jetzt für immer nichts mehr macht, nichts mehr tut, nichts mehr wollt, einfach vom Staat auf Leistungsempfänger geschaltet wird, dann ist es in Ordnung. Aber sobald ihr aus eurem Mäuseloch euren Kopf raussteckt, sobald ihr versucht, Fuß zu fassen, werden wir kommen und diese absurden Zahlen einziehen. Das ist Wahnsinn. Es macht mich wütend. Weil was soll ich dem sagen? Was soll ich seinen Eltern sagen? Was sollte ich ihm sagen? So, ja, naja, gut, schauen Sie, wenn er dann danach sich ändert und dann kann er doch, nein, gar nichts kann er. Nichts kann er. Wenn er irgendwann erben wird, weil die Eltern hatten beide Job, die Eltern waren so ein bisschen Vorstadt und das, und wenn er irgendwann erben wird, ist sein Haus weg. Das kann ich Ihnen sagen. Wie soll der jemals wieder Fuß fassen? Aber genug jetzt mit der Startseite. Ganz kurz zum Schluss. Was ich mit dem Video auch sagen will, ist an die Leute, die selber gerade Drogen dealen. An die Leute, die denken, ah ja, so als Gangster, ne, da mache ich mein illegales Geld. Ihr seid in Deutschland falsch. Die werden euch nicht in Ruhe lassen.
man wird versuchen, jeden Cent zu kriegen. Und was passieren wird, ist, ihr werdet in die Illegalität getrieben. Ihr werdet immer am Rande der Gesellschaft leben. Ihr werdet kein normales Leben führen können. Ihr werdet P-Konten haben, so wie ich bei der Sparkasse. Ja, ein Pfändungsschutzkonto, dass ich wenigstens 1.600 Euro irgendwie auf die Seite legen darf. 2005 war meine letzte Tat. Und dafür zahle ich noch heute. Und jedes Mal, wenn ich an meinen Briefkasten gehe, muss ich mit sowas rechnen. Das sollte euch zu denken geben. Ja? Weil ich habe mich entschieden, mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe das gemacht. Ich habe entschlossen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich habe entschlossen, das als falsch anzusehen. Und ich habe mich auch entschlossen, meine verdammten Schulden, auch wenn es komplett erfundene Schulden sind, zu bezahlen. Jeder, der jetzt sagt, ja, hättest du halt nicht gemacht, den erinnere ich nochmal an die Bruttoberechnung dessen, was ich getan habe. Woher hätte ich denn wissen sollen, deswegen erzähle ich es euch übrigens heute, woher hätte ich denn wissen sollen, dass man keine Gewinnabschöpfung macht und sagt, naja, sie haben so und so viel 1.000 Euro haben sie Gewinn gemacht, die holen wir. Sondern, dass man sagt, machen wir mal 100.000, ach, wissen Sie was, machen wir mal 150.000. Hä? Das konnte ich nicht wissen. Ich hoffe, ihr wisst es jetzt. Drogengeld ist immer geliehenes Geld. Es ist immer geliehenes Geld. Und der Staat wird euch auf diese Art hier nicht reich werden lassen. Ja, man wird immer wieder versuchen, irgendwas zu nehmen. Vielleicht noch als abschließend. Warum habe ich damals überhaupt dieses Urteil angenommen? Ich hätte ja auch kämpfen können, noch weiter und noch weiter. Sobald wir bei den Stadelheim-Folgen sind, was bald passieren wird, werdet ihr hören, wie knapp ich damals an der Sicherungsverwahrung vorbeigeschrammt bin. Und diese Sicherungsverwahrung hat man mir über den Kopf gehängt und hat gesagt, mach, beweg dich, wir hacken dir den Kopf ab. Das war der Grund, warum ich damals mein Urteil angenommen habe, weil ich keine Sicherungsverwahrung bekommen habe. Insofern, außerdem ist man auch des Kämpfen müde. Was glaubt ihr denn? Ja? Wenn Leute aus eurer Familie verhaftet werden, ihr selbst im Knast sitzt, man alles Druck macht, was man machen kann. Glaubt ihr, dann streitet ihr noch wegen 100.000 Euro oder was? Dann sagt ihr, okay, passt schon, Mann, ist mir, ich keine Ahnung. Und wie gesagt, diese Zahl ist schaffbar. Ich werde es schaffen. Ich werde es bezahlen. Ich werde es bezahlen. Ich werde jetzt meine Raten erhöhen. Ich werde es bezahlen. Ich werde dann in 2 Jahren oder was habe ich es dann? Aber was ist mit dem Jungen mit den 900.000? Was ist mit dem? Ja? Ich garantiere euch ein Life of Crime, wenn wir nicht aufpassen. Ich weiß nicht, wie ich ihn stoppen. Ich weiß nicht mal, was ich seinen Eltern sagen soll. 900.000 Euro. Eingebildete Zahl. Insofern, Pollux hatte jetzt einen komischen Tag. Es musste jetzt raus. Ich hatte jetzt Bock, das euch mitzuteilen. Nochmal, ich jammer hier nicht. Ich versuche, eine Situation zu erklären für Leute, die es nicht kennen. Auf der einen Seite habe ich Juristen, die ich gerne frage, wieso man diese Art der Berechnung macht. Ob euch nicht klar ist, was ihr den Leuten damit vermittelt. Vor allem, weil ich ja jemand bin, ich glaube ja an Mentoring, ich glaube ja an das Vorleben, ich glaube ja an das richtig Vorleben von Verhaltensweisen. Und was der Staat damit zeigt, weißt du, wie unfair fühlt sich das denn an? Und zweitens habe ich das Video gemacht, um wirklich Jugendlichen auch nochmal zu sagen, ey, ihr werdet, wenn ihr nicht vorsichtig seid, als erwachsene Leute für das bezahlen, was ihr jetzt tut. Ja? Denkt nicht, dass das vergessen wird. Ich habe so viele Klienten, die machen irgendwie 10, 15, 20.000 Euro dann in dem Jahr und sind dann so, yeah, man, passt schon und dann passiert mal was und dann ist dieses Geld weg und dann kommen diese Schulden noch drauf und dann zahlen die und zahlen die und zahlen die. Und das hindert sie dann, eine Ausbildung zu suchen. Weil, warum? Warum soll ich eine Ausbildung machen? Hey, die nehmen doch eh alles. Ich verstehe das. Das ist natürlich dumm gedacht, weil dann zahlst du halt jetzt 6, 7, 8 Jahre und danach hast du deine Ruhe. Aber der Anfangsimpuls, sich ändern zu wollen, wird dadurch so unglaublich torpediert. Und ich sage auch nicht, lasst den Leuten die Kohle aus Drogengeldern. Ich sage nur, berechnet es anständig. Und nicht zieht irgendeine Zahl aus einem Hut. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören, mein Rant für den heutigen Tag.
Ich muss jetzt unbedingt was arbeiten, damit ich meine Schulden bezahlen kann. Und ich sollte ein GoFundMe machen. Ey, GoFundMe, Pollux, deine Restschulden. Wisst ihr, dieser Tag, an dem ich frei bin von dieser Schuld. Liebe Leute, wenn ihr Pollux seine Schuldenzahlungsjagd, wenn ihr mich unterstützen wollt, holt euch Podimo, hört euch den Pollux Podcast dort an. Wir gehen jetzt gerade in die 5. Staffel. Die neue Staffel heißt Gangs im Knast. Ich bin mega stolz drauf. Mit Claudia Camille zusammen reden wir über, ja, wir reden über alles, was mit Knast, Kriminalität zu tun hat. Und wie gesagt, jetzt kommen die nächsten 12 Folgen über die krassesten Gefängnisgangs der Welt. Und wir reisen dafür um die ganze Welt, von den USA über Deutschland nach Russland. Und ja, ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ansonsten, falls ihr euch kein Podimo holen könnt, wir haben Der Gangster, der Junkie und die Hure, der läuft auch auf Spotify, ist mein zweiter Podcast. Den kann ich euch auch empfehlen, den könnt ihr auf Spotify finden, auf Audible finden und so weiter. Auch bei SWR Online könnt ihr den finden. Also den Podcast könnt ihr kostenlos hören, da gibt's gar nichts. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Supporten. Bald geht's weiter mit den Knast-Stories. Ich bin raus für heute. Und ich danke den Patrons dafür, dass sie das möglich machen, dass sie uns dieses Projekt finanzieren. Und die allerkrassesten sind die Bosse aller Bosse. Das sind die Patrons, die diese Folge hier möglich gemacht haben. Und das ist Ramon Rösmer, Aline, Miss Herren K, Noel Krasnitzer und Pablo Beckermann. Grüße nach Hannover. David Andjelkovic, Martin Heistermann, Sonja Hoffmann, Sarina 12317, Legend Slam, Steffen Hansmann, Andreas Patsch und Andreas Dahmen, Stars, Thomas Rimroth, Miguel Angel, Bühni, Kanix 96, keine ganze Menge, Overplay ist immer noch dabei, Matt Supreme am Start, Alex Richter, Mariko am Start, Nini Pro am Start, Nikodin am Start, Samira Kleb, Santrax_de, Chris Stixel, Alex, Harald Lang, Jay Pendragon, Diana, Kevin Tretter. Ey, es gab auch neue Masken auf YouTube und so. Viele von euch sehe ich da auch immer wieder. René Häusel mit am Start, Miss Teenie Bell, Schmeiß die Kuh vom Fahrrad. Ey, es war so schön, euch alle bei diesem Live-Zoom gesehen zu haben. Wir haben Zoom gemacht, da habe ich so viele von diesen Leuten endlich mal live gesehen und konnte in die ganzen Wohnzimmer reinschauen. Es war mir ein Fest. Sascha M. seit Anfang an dabei, Sebastian Schneider, Marco Zettmann, Michelle Rossi. So, ich habe gerade aufgenommen, ohne aufzunehmen. Ich habe das Video komplett durchgesprochen und jetzt erst gemerkt, dass die Kamera nicht an war. Also die Kamera ist an, weil das perfekte Licht blinkt, aber ich habe leider nicht auf Rack gedrückt. Jo, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ich könnte mir so... Okay, komm. Also, ne, dann lassen wir's. Was war jetzt das? Wie kann das jetzt sein? Was mich wahnsinnig macht, ist Punkt 1. Die restliche Mehrerlösablösung. Mehrerlösablösung? Mehrerlösabführung. Nochmal. Was mich wahnsinnig macht, ist Punkt 1. Die rechtliche...